Ich meine, ihn, also Rick. Es ist hinter mir. Ah ne, du bist hinter mir. Guck mal, das ist eine S und W. Oh, ein neuer Colt, wie cool. Aber den benutze ich erstmal nicht. Obwohl, kann ich den kombinieren mit meiner normalen Munition? Pistolenmunition? Der sollte mit Pistolenmunition kombinierbar sein. Ich Oh, glaube, das sehr ist. schön. Nee, ist er Nee, nicht. nee, 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 nee. Ich benutze lieber erstmal die Pistole, bis ich ein bisschen mehr Muni habe. Du kannst auch so schon auf die Viecher schießen. Ja, Das geht auch aber einfach. dann ist die Waffe weg. Ich will sie nicht weghaben. Pistolenmunition. Warum keine andere Munition? Mehr Pistolenmunition. Irgendwas kratzt hier. Irgendwie. Ich komme gar nicht dazu, die Viecher abzuschießen, weil du die vorher. Oh, geh weg! Geh weg! Ich bin gerade damit Nein! Nein! beschäftigt, Hör auf! Oh alle. mein Gott, es frisst mich auf! Es hat mich angenuckelt. Es hat mir einen Zungenkuss gegeben. Oh, ich bin Wie fast geht's? tot. Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Hilfe! Hilfe! Das ist der Schamane. Der Schamane ist übrigens ziemlich angefressen. Ja, ich merk Alter, schon. steh nicht im Weg. Der Schamane steht hinter mir. Okay, da ist ein anderer. Oh, jetzt bin ich auch. Oh nein, lass mich in Ruhe, geh weg! Warum funktioniert das eigentlich nicht mit dem Drehen? Ich werde trotzdem immer angeknabbert. Oh, du Ich liegst bin schon gerade neben eingeschlafen. mir. Sagst du so einfach. Betz! Betz! Oh, das hat weh getan. Ich habe hier noch eine Kugel für dich. Autsch. Könnt ihr mal bitte weggehen, ihr Scheißviecher? Also, der neue Mach Colt die nicht. gefällt mir wohl. Batsch! Okay, ist leer. Benutze noch mal wieder ein bisschen Schnellfeuermunition. Ba, 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 ba. Oh Gott, es hat mich! Es hat mich! Es will mich fressen. Oh, sag mal, warum stirbt das blöde Vieh nicht? Hinter dir. Ja, habe ich auch gerade rausgefunden. Oh, jetzt stirbt doch endlich. Ich hab dir gerade den Rücken ver. Oh Gott, es hat mich gesehen! Autsch. Ich sterbe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde hier angefasst. Es wäre schön, wenn ich gerettet werde. Oh Gott, ich bin tot. Nein, ich lebe. Hey, Ich fasse Dankeschön. dir einfach mal an die Brust, das geht Ja, nicht. echt. Oh nein, und er entwickelt sich Ja, auch noch schön, du hast weiter. ihn Sehr einfach krank schön. gemacht. Geh. 3, 2, 1, er ist angefressen. Geh weg, geh weg. Mann, geh doch einfach weg und lass mich in Ruhe. Ich sterbe. Ich Oh, sterbe. Junge. Nein! Oh. Hast du denn Christoph, den? kannst du der Memme mal den Arsch retten? Na, ich bin tot. Sie sind tot! Die Fortsetzen, ja, Memme wurde bitte. gerade von einem Schamanen verprügelt. Wir hätten die Granaten vorher nicht so schnell verballern sollen. Aber es hat so toll geleuchtet. Oh, ich brauche eine andere Waffe, die ist mir zu doof hier. Boah, ich Du glaube, musst ich du wissen, werde. sonst kannst du meine Shotgun haben. Nee, 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 ich kann mir jetzt die Dragu-Dingsbumsens da kaufen. Ach, willst du mit Sniper spielen? Ist das ein. Ach, verdammt, das sind. Dragunov ist Sniper. Nee, kannst du ruhig machen. Dragunov ist ein richtig scharfes, richtig gutes Scharfschützengewehr. Russisch. Jetzt würde ich den Colt Bestens. nehmen. Nee, den Colt bald ich. Gut. Also willst du mit Colt oder Pistole spielen, mit Genau, welchem? Colt-Pistole und Maschinengewehre benutze ich. Du benutzt Schrotflinte und einen genau. Ah, okay. Du weißt, was ich meine. Total. So, ich habe mir den Colt jetzt schon mal gekauft. Ja, du hast den Colt doch. Nee, hatte ich nicht mehr. Ach so. Weil ich gestorben bin. Was will ich noch? Das will ich noch verwalten. Perfekt. Das Zurück. Eis kann da bleiben. Du kommst genau mit. Elektroschockgerät. Ich bin ja irgendwie in Versuchung, das mitzunehmen. Verbessern. Schutzweste habe ich. Ich Sitzt kann mir du das im alles. Elektroschocker? Keine Ahnung, mal ausprobieren. Ich kann mir das Klingt überhaupt nicht lustig. leisten, das blöde Ding. Also ich, die Verbesserung und so. Ob Isaac Clarke mit einem Elektroschocker viel reißen könnte? Eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass du Necromorphs mit einem Elektroschocker platt, aber wenn du den da nicht einen Arm oder sowas mit abtrennen kannst, dann wohl höchstwahrscheinlich nicht. Es sei denn, du hältst das direkt auf den Kopf und verbrutzelst das Gehirn. Das Gehirn muss ja Das bringt verwenden. ja nichts. Der Scheiß, Nee, das bringt viele aber Scheiß den Viecher nicht. leben ohne Kopf. Ach du Du musst sie Heilige. ja komplett, also wenn du es auf Hardcore spielst, musst du ihnen wirklich alle Gliedmaßen abschlagen, dann liegen sie zuckend auf dem Boden und dann musst du noch auf sie drauf treten. Oh mein Gott, dein Bevor du dich Ernst? gefängst. Ja. Ich verkaufe mal ein paar Sachen.
Deshalb bin ich nur noch mit der Strahlenkanone unterwegs. Strahlenkanone? Das ist die, die den großen Strahl schießt, ne? Das ist die, das immer breit. Das ist das Ding, das immer breiter wird. Ach du Heilige. Kann ich gar keine. Nein, ich will ihm noch verbessern. Mach's nicht! Kann ich jetzt verbessern? Ich glaube, das Geld habe ich auch. 5000? Oh ja, da kann ich verbessern. Ich kann den Schaden erhöhen, aber ich glaube, ich will erstmal Kapazität verbessern von der Pistole. Das kostet 3000. Kostet auch 3000. Was ist besser? Kapazität verbessern von 6 auf 7 oder lieber Durchschlagskraft? Das tut sich beides nichts. Nee? Durchschlagskraft ist beim Gewehr immer, dass es durchschießt. Ach so, durch. Okay. Ja, deswegen ja Durchschlagskraft. Okay, ja. Egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Ladegeschwindigkeit erhöhen oder... Oh, ich mach die Feuerkraft nochmal besser. Vergleich mal die Durchschlagskraft von der Dragunov mit deinem anderen... mit deiner Pistole, dann weißt du, was das heißt. Also das normale Scharfschützengewehr ist sogar stärker als die Dragunov. Ach du Heilige. So, ich bin fertig. Challenge vorwärts. Someone coming. Let's get the party started, würde ich sagen. Jetzt müssen wir alles nochmal von vorn machen, ne? Oder vom Kontrollpunkt aus? Bis zu dem Kontrollpunkt. Ach ja, oh mein Gott. Jetzt will ich gerade mal gucken. Jetzt kommen da wieder die Gubbi-Viecher. Wer macht so ein tolles Geräusch? Wer macht ein tolles Geräusch? Ich muss mal den Sound ein bisschen höher stellen. Ich höre nämlich gar nichts. Der Elektroschocker. Ach so. Ja. So, ich renne jetzt mal nicht da unten hin, wo ich vorhin gerannt bin. Damit ich nicht wieder eingesperrt werde. Someone coming. Maschinengewehrmunition, sehr schön. They come to take me away, Ah ja, das klingt ja very interesting. Nein, mein Kopfhörer ist rausgefallen. Ich finde das nicht lustig. Kann ich das kombinieren? Ja, ich kann es kombinieren. Jetzt habe ich Kraut G plus R. Das ist gut. Rot verdreifacht die Heilungsleistung. Super, das heißt, wenn wir kurz vorm Sterben sind, kann ich uns damit einmal voll machen, ne? Also du machst dich selber damit zumindest voll, oder wenn du deinen Partner heilst, dann halt den Partner. Nee, wir heilen uns doch immer zusammen, egal ob... Ja, aber das wird ja auch aufgeteilt. Ach so. Überraschung! Ich hab hier etwas. Was hast du da? Pistolenmunition, ich komme mal zu dir. Quatsch. Ein bisschen Gold. Eben. Kraut. Magnum-Munition. Ja, das ist die für den Revolver. Oh, sehr schön. Ich gebe dir mal das Krautrot. Wo bist du? Ich bin gerade nach oben gestiefelt. Nein, komm wieder runter. Ich will dir mein Kraut geben. Schnell! Ja, er will mir was verkaufen. Ich bin hier oben. Komm bloß nicht hier hoch. Nein, ich habe auch keine Lust, Treppen zu laufen. Ich habe Angst vor Treppen. Nee, ich habe auch gerade die Leiter umgestoßen. Christoph. Command & Conquer. Die Truppe mit dem besten Ingenieur, den es gibt. So, sehr schön. Die Magnum-Munition wolltest du nicht mitnehmen? Doch, natürlich. Ich wollte nur in meinem Menü ein bisschen sortieren. Ach so. Kann ich dich kombinieren? Was bist du denn? Ich habe Gewehrmunition. Warte mal, wo bist du? Nein, komm zurück. Nein, ich höre hier irgendwas jubeln. Halt, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Steh doch. Come on. Okay. Ja, genau, jetzt. Gewehrmunition geben. Okay. So, wollen wir da mal eben hier hinten hereingehen? Dann sind wir schon fertig mit erkunden. Sie kommen schon. Wo? Ach, da ist er. Er sieht hässlich aus. Nee, er ist so wunderschön. Nicht. Stirb. Du sollst sterben, bitte. Oh, du hast ihn sauer gemacht. Oh ja, das weißt du. Oh Gott, der andere Gubbi-Typ ist hinter dir. Geh weg, ich hab gerade zu
angelockt. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich bin aber auch umringt von Beinen. Ich versuche dir gerade mal ein bisschen. Oh, Batsch! Oh, der gefällt mir. Nein, geh weg, fass mich nicht an! Oh, dankeschön. Das war aber auch allerhöchste Eisenbahn hier. Ja, einen haben wir down. Und der andere auch. Sauber. Aber dafür ist mein Colt leer. Ich will Munition. Oh, jetzt kommt da noch so einer. Okay, er ist gestorben. Geh weg. Halt die Fresse. Stirb. Stirb. Jetzt fall doch einfach zu Boden und stell dich nicht so an, du blödes Mistvieh. Meine Güte. Warum sind die Viecher noch nicht verschwunden? Keine Ahnung, die scheinen uns noch zu mögen. Krautgrün nehme ich mal. Jo. Soll ich uns mal heilen oder meinst du, das ist im Moment nicht nötig? Kann ich auch machen. Okay. Achso, jetzt läufst du weg. Schade. Hättest eben noch geheilt. Nee, du kannst ja dich heilen und dann heilst du uns beide ja, oder nicht? Ja, und du bist dann gleich losgelaufen. Achso. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Es tut mir leid. Das ist ja deine Heilung. Hä, wieso voll? Was will der von mir? Ich bin doch gar nicht voll. Nicht? Hast nichts getrunken? Nein! Was fällt dir ein? Gib mir das her. Mir hier ist noch Pistolenmunition. Hab ich da jetzt wieder Munition? Ja, jetzt habe ich wieder Schüsse drauf. Muss ich die Leere wegschmeißen und wieder ein bisschen Munition? Das ist ja bescheuert. Wo ist das da? Die Leere nehme ich gerne. Habe ich die in meinem Inventar. Die habe ich da vorne hingeschmissen. Da hier zu dem komischen Macker. Hier irgendwo müsste die liegen. Liegt da was? Na, nö. Komisches Ding. Du musst sie entfernen, dann ist sie bestimmt komplett weg. Cool. Verdammt, tut mir leid. Es tut mir leid. Du hast es kaputt gemacht, ich sammle das Gold ein. Du kriegst sowieso beide das Gold. Ja, ich weiß. Daher, haha. Hui. Achso, nee, noch nicht hier hoch. Da, warum? Da geht's weiter. Achso. Ja, blinkt das, da geht's weiter. Stimmt. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen. Bist gegen die Mauer gelaufen und hast gedacht, es geht nicht weiter, oder wie? Ja, unsichtbare Mauern. So, erstmal erst erkunden hier oben. Ist im Moment kein Durchkommen. Ja, okay, gut. Hier ist nix. Tipp, 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 tipp. Nee, hier ist nix. Someone coming. Somewhere over the rainbow. So, die Leiter ist umgestoßen. Magnum-Munition. Oh, warte, ich komme. Ich komme. Ja, komm her. Oha. Oh Gott, hier ist was passiert. Warum hast du die ausgelöst? Ich hab die nicht ausgelöst, ich war das nicht. Wo ist die Magnum-Munition? Hallo. Ich hab sie jetzt mitgenommen. Junge Dame. Warte. Ja. Ich hatte nämlich gerade wieder. Ich hab ja hier Erfahrung mit diesen Stöckern gemacht. Ah, okay. Ich überlege gerade nix. So. Wenn ich denke, dass ich denke, dann denke ich, dass ich denke. Wenn du denkst, dass du denkst, dass die Gedanken, die du denkst, die Gedanken sind, die du denken wirst, wenn du sie denkst, weil du sie denkst, denkst du das? Richtig. Genau so sehe ich das auch. So, können wir jetzt weiter? Oder wie, oder was? Das Tor geht nicht auf. Es ist von einer anderen Seite verriegelt. Ja, das weiß ich doch, dass es verriegelt ist. Was kann ich da machen? Ach, du bist ja schon auf der nächsten Ebene. Was soll das denn? Warum habe ich die... Du musst über die Brücke laufen. Ach, die da unten ist? Ja, mit vier kann ich jetzt wieder loslassen. Ich eile. Warte, warte, warte. Ich eile. Oh, mein Arm lässt nach. Stell dich so an, Frau! Warte mal, wo war denn die Brücke? Ach, da! Da ist sie. Es bewegt sich! Mein Arm hat nachgelassen. Ach, dein Arm! Ja, dankeschön. Oh, schade. Du bist ein Kerl! Warum lässt du los? Dann lässt du einfach los und lässt mich verrecken, ey, ich fass das nicht. Also, ich fand das jetzt lustig. Hey, ich guck mal, was da drüben ist. Tot. Sauber. Ja, gut. Vertrauen in Brücken? Nö.
Ja, den Elektroschocker verkaufe ich wieder, der ist so gut. So. 300? Nee, da behalte ich den. Alter, mein Maschinengewehr hat nur 90 bis 100 Schaden. Und der Colt hat 1500 bis 1700 Schaden. Was für ein krasser Unterschied. Ja, das Maschinengewehr ist ein harter Ficker. Nee, Colt. Ingenieur auf Veteranenstatus. Aber der Colt ist halt total brutal. Musst du nur wissen, was du jetzt davon mitnimmst, ne? Oh nein, ich hätte das nicht. Verdammt. Was denn? Ich habe den anderen Colt weggeschmissen, ne? Der Fehler dabei ist, der andere war schon auf von 6 auf 7 hochgepumpt. Und vor allem, du hättest einen von den beiden verkaufen können. Ich konnte aber keinen zweiten aufsammeln. Stand da. Nee, das ging nicht. War voll, irgendwie. Und ich hatte noch genug Platz eigentlich im Inventar. Naja, selbst ins Knie geschossen, Pech. So, jetzt habe ich 8 Schuss mit dem Revolver. Stimmt, hätten wir auch so machen können. Verdammt. Verdammt ich nochmal. Nein! Nein! Aber wenigstens können wir noch unsere Waffen aufbessern. Jo. Elektroschocker entfernen. Der kommt jetzt ins Inventar. So wie alle meine Waffen. Ich habe hier so einen ganzen Waffenladen. Ich habe noch eine Blendgranate, sehe ich gerade. Ich gebe dir das mal. Bitteschön. Cool. Danke. So. Du gehst mal nach ganz oben. Ich muss alles in einer vernünftigen Reihenfolge haben. Das ist da gut. Oh, ich hab's du wieder gehst. So. Oben, links, rechts und unten sind nämlich deine Pfeiltasten. Pfeiltasten? Was für Pfeiltasten? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel die Pfeiltaste nach oben drückst, würdest du bei dir die Pistole auswählen. Und bei mir ist es die Schrotflinte. Wenn ich nach links drücke, ist es bei mir die das Scharfschützengewehr und bei dir... Jetzt habe ich verstanden, wie du das meinst. Okay. Deswegen ist mein Aufbau auch so merkwürdig. Okay, nee, dann ist in Ordnung. Weil ich wollte das auch so ein bisschen, ne? Halt und so. Ordnung muss sein. Ja, das ist gar nicht schlecht. Gute Idee, sehr gute Idee. Ob groß, ob klein, der Marv, der passt rein. Bitte what? I don't know what you mean. I think I'm ready. Let's do this shit. Ah, wir sind sogar hier. Die fucking Brücke schon wieder. Na komm. Lauf, 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 schnell, 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 schnell. Oh Gott, öffne dich. Und er hat schon wieder losgelassen, du bist ein Kerl. Du warst schon drüben. Toll, ich sterbe jetzt bestimmt gleich erstmal. Ich klopf erstmal an die Tür. Du klopfst an die Tür? Ein Altar, lass uns den Altar stürmen. Es sieht komisch aus. Was liegt hier eigentlich so? Oh Gott! Mich hat eine Schlange angesprungen! Ja, die verstecken sich da gerne mal. Hab ich mich gerade verjagt? Ich hab das nicht gesehen, das blöde Vieh! Stirb. Ich hasse dich. So, und ja, das hat sogar was ausgespuckt. Ein Ei. Weiß. Eiweiß. Ah, das ist so witzig. Für diese Stewie-Lache. Genau. ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich muss dir das Tor öffnen, ne? Open the door! Okay, ich nehme den Holzflock da weg und ramme ihn dir ins Herz. Hallo, hörst mal auf damit. Okay. Hallo, Überraschung! Hi! Ich hab dich vermisst! Oh, da ist eine Phase. Du hast mich vermisst? Heul doch. Ja, werde ich auch. Maschinengewehr, Munition. Nein, darfst du nicht. Frauen dürfen nicht weinen. Ach, aber am Herd stehen dürfen sie, ne? Haben sie dann noch. Ja, was? Mein Vater setzt sich für Frauenrechte ein. Warum macht das nicht deine Mama? Er erlaubt dir das nicht. Sag mal, ich gebe dir mal eben das Ei rüber, weil ich habe keinen Platz mehr bei mir im Inventar. Oh, ein Dokument. Was bringt uns überhaupt dieses Ei? Das kann man essen. Tagebuch eines Jugendlichen. Na, möchtest du das lesen? Jo, 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagte, er wollte alle, die in der Nähe des Ölfeldes leben, gegen irgendeine Krankheit impfen. Die Generation meiner Eltern wurde hereingelegt. Man stahl ihnen in ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig.
denn neuerdings wollen sie unserem Dorf helfen. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April, alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. Oh mein Gott, 9. April, ich habe tagsüber zu viel geschlafen und konnte nachts nicht schlafen. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen, aber das hat nichts geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfungen geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst vor der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten und mich impfen zu lassen. 10. April, im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig, vielleicht weil die Kinder gestorben sind. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April, heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendwas bewegte sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Okay, hast schon mal einen nackten Mann in die Tasche gefasst? Er hat eine Pistole in der Hose. Ha, ha, ha. Oh, eine Hose. Ja, eine imaginäre Hose. Entschuldigung. Er hatte überall Kriegsbemalung, dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passierte mit den Leuten in meinem Dorf? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. 13. April. Kopfschmerzen, Fieber. Bin wütend. Draußen großen Mann gesehen. Riesig. Wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühle mich gut. Schreie. Aufgehört. Scheint Spaß, will töten. Fertig. Oh mein Gott. Das ist sowas wie im ersten Teil. Im ersten Resident Evil, wo du das Tagebuch des Wachmann findest. Ja, aber das vom Wachmann ist wesentlich emotionaler als das jetzt gerade. Das war ja so irgendwie Mord, Totschlag, jetzt. Oh, geil. Geil? Nee, ich will da noch nicht rüber, da blinkt das. Wenn ich springe, springe ich runter oder rüber? Rüber. Springen! Okay. Ja, aber da geht's weiter. Ach, da geht's weiter? Okay, entschuldige. Spring zurück! Und außerdem war hier Munition. Munition, Pistolenmunition, yay! Also hier ist nur so eine goldene Oma-Maske gewesen. Ich hab sie eingesammelt. Naja, können wir gut verkaufen. Ja, richtig, Omas goldene Maske. Ja. Gibst du gleich noch Euro für. Omas Nackthaube. Warum, ich will mal ein bisschen hier Magnum-Munition haben. Was soll denn das? Benutzen. Benütze es. Du kriegst ja nur die Munition von den Waffen, die du mit hast. Vielleicht, wenn du nur die Magnum mit hast, dass du dann auch nur Magnum-Munition kriegst. Ja, aber ich hab doch diese neue den Colt dabei. Ende des Kapitels 3.1. Ja, Mensch. Achievement get. Yay, beenden Sie das Kapitel 3 von 1. 3 von 1? Achso, 3-1, Entschuldigung. Ja. Ja. Sie können jetzt in Albträumen verloren spielen. Wir wollen natürlich weitermachen. Du hast 38 Gegner platt gemacht, alter Schwede. Verwalten. Hast du noch ein Krautrot? Nee, du hast gar nichts, ne? Nein, gerade nicht. Ich habe ein Elektroschockgerät. Ich will das nicht haben. Das Krautgrün packe ich erstmal hier in unser Inventar. Das geht aber irgendwie nicht. Warum gehst du nicht? Hallo, kannst du mal da runtergehen, bitte? Es funktioniert nicht. Wie meine ich die Sachen ins Inventar? Entfernen.
Ach so, okay. Jojojo, habt's erledigt. Oh, 4000 für die Maske. Mann, das ist aber eine teure Maske von der Oma. Omas Nachthaube ist auch teurer als erwartet. Tja, nicht schlecht. Viel zu wenig Munition eigentlich. Das packe ich auch mal eben weg. Kaufen. Was kann ich kaufen? Nix. Schuss passen ins Magazin. Ja, wenn das nicht mal gut ist. Yay! Verbessern Kapazität 12 Schuss. 5000 kostet Besseren. Kapazität kostet bei mir jetzt 6000. Das ist doof. Nachladezeit bräuchte ich unbedingt. Ich kann die Feuerkraft noch ein bisschen erhöhen, aber ist das so sinnvoll? Kritische Treffer. Mit Feuerkraft? Munition kann man natürlich nicht kaufen. Das finde ich gut. Nee. Ja, ich kann bei mir Feuerkraft zum Beispiel verbessern. Aber was meinst du mit kritischen Treffern? Das kann aber der Shotgun. Ach so. Kritische Treffer. Kannst du mit ausrüsten. Und wie gesagt, du musst jetzt wissen, ob du beide Pistolen mitnimmst oder nur eine Pistole, weil dann findest du jeweils für nur eine von den Munitionen, wie bei Dead Space. Bei Dead Space findest Aha. du eine Munition für das, was du mitnimmst. Ach ja, gut, dann packe ich die Pistole erstmal hier weg. Oder verkaufe ich die besser? Mhm. Ja, besser verkaufen, ne? Aber musst du wissen. Ich meine, wenn du sie weglegst, es gibt nachher noch Achievements dafür, wenn du alle Waffen aufgerüstet hast. Dann packe ich sie erstmal nur auf die... Wenn dich sowas interessiert. Obwohl, das interessiert mich überhaupt nicht. Nee, weg damit. Komm, hau weg. 3000 dafür. Yogi-Bär. Danke. Yogi-Bär vor allem. Yogi-Bär. Mensch, die Munition ist ja viel wert. So. 100. Will ich die Maschinenpistole verbessern? Ich glaube, ich habe im Gefühl, dass bald eine neue Maschinenpistole kommt irgendwie. Ich spüre es. So, Kapazität noch einmal verbessern. Und Feuerkraft verbessern. Yo. Nein, den will ich nicht mitnehmen. So, meine Kohle ist schon wieder weg. Ach, meine auch. Nur noch 1000 oder sowas. Also ich bin fertig. Ja, ich auch. Sehr gut, dann gehen wir ins nächste Level. Das passt sogar von der Zeit gerade gut. Wir haben gerade eine Stunde fast jetzt voll. Dann kann ich hier direkt einen Cut machen und dann, wenn... Na? Und so halt. Weiß ich gar nicht. Ja, ich sehe das, mein Aufnahmeprogramm läuft ja hier. Das ist normal beim Aufnehmen, das ne? Das kann man machen. Katschin oder eher doch keine ja, Katschin? Ne? Nein, keine Katschin. Keine Katschin. Wir behalten jetzt mal die Maschine. Oh, ich habe so wenig Maschinenpistolen-Munition. Geh weg da. Hey, gib mir Waffenmunition, bitte. Gold. Gib mir Gold. Oh nein, er randaliert wieder. Ja, randalieren. I love it. Gewehrmunition, yay. Money, money. Was geht jetzt ab? Oh nein, du hast irgendwas angefressen. Du hast was angefressen. Nachdem die Munition... Oh nein, wir müssen ihn retten. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ihn retten, aber das hat sich jetzt ja gerade erledigt. Lass ihn uns retten, Norm. Ja, genau, Nom. Tja, das hat sich damit erledigt, das Thema. Achso, da kamen wir her, genau. Da wollte ich gar nicht hin. Wen schießt du denn jetzt da ab? Fang doch keinen Krieg an mit den Einwohnern. Die wollen nur friedlich zusammenleben mit uns. Nein, die wollen euch vergewaltigen. Stirb jetzt bitte. Nein, du kletterst da nicht hoch. Nein, du kletterst da nicht hoch. Findest, will sich vergewaltigen. Ah, okay. Oh, der kommt zu uns. Ich komme ihm mal entgegen. Come on. Versuch die ganze Zeit zu treffen. Wen? Der zu uns kommt? Treffer, bitch. Voll in den Hoden. Haha. Someone coming. Schon wieder? Ich sollte ein wenig mit meiner Munition aufpassen. Die Musik hat noch nicht aufgehört. Nee, die ist noch sehr dramatisch. Wir müssen das Krokodil erledigen. Es war einmal ein Krokodil.
Das fraß und fraß und fraß so viel. Es schlürfte. Es schmatzte. Ja, zum Mittagessen. Ja, yeah, jetzt ins Wasser gefallen. Oh, und das Krokodil hat ihn gerade gefressen. Bis es schließlich platzte. Hoho. Ja, es ist auf unserer Seite. Das ist doch mal nett. Die Musik ist immer noch da. Ich glaube, das hat einfach nur Hunger. Crocodile Dundee. Ich sehe niemanden. Wo seid ihr? Someone coming. Ach, bist du schon weiter? Ach, du bist auch ein Kerl. Ich warte extra die ganze Zeit. Wir sollten nicht zu nah ins Wasser gehen. Es könnte ein Monster rauskommen. Meinst du, wir sollten da nicht reingehen? Ja. Es war in Resident Evil 4. Da konntest du in den Teich schießen. Mhm. Und wenn du das mehrmals gemacht hast, ist das Monster rausgekommen, das du eigentlich kämpfen sollst. Aha. Aber man musste erst da die ganze Zeit reinschießen, oder wie? Oh Gott, wer schießt denn da jetzt? Da oben? Du musstest hinter vier uns oder fünf Mal reinschießen und dann kam das Vieh auf einmal raus. Richtig. Wo schießt denn der? Hast du den gefunden? Nee, ich suche ihn gerade. Ach, da hinten ist er irgendwo. Ah, wo? Also ich sehe keine Pfeile, die auf uns zufliegen. Ach, von links irgendwo. Ah, über uns. Ich bin hier oben, über euch. Schon zu. Ach, du bist Zeit. Aber auch um... Er steht über uns. Das hätte er wohl gerne. Können wir einen Speer nehmen und die Viecher einfach alle aufspießen? Anscheinend hat dich ja gerade jemand mit dem Speer beworfen. Ja, aber ich meine, wir können das doch sicherlich auch. Nee, da will ich nicht rüberspringen. Warum nicht? Umgucken.